Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. It's Roadtrip Time und wie ihr schon am Bild erkennt, bin ich hier schon wieder in den Bergen unterwegs. Und zwar genauer gesagt in der Lenzer Heide bei Kurwalden und ich fahre hier gerade hoch zum Lehrkraftwerk Kurwalden. Das ist ein Demonstrationskraftwerk, um Elektrizität zu vermitteln. Da habe ich nämlich freundlicherweise einen Nachtplatz bekommen, wo ich mich mit dem Auto hinstellen darf, mit wunderbarem Blick auf die Berge und auf Kurwalden. Und da machen wir einfach mal den Test. Kann man im ENJAC nachts gut schlafen? Ist es warm genug und hält der Akku? Auf geht's! Als allererstes werfen wir einen Blick nach hier vorne und ihr seht, 75% habe ich in meiner Batterie. Und jetzt werfen wir einen Blick hinter den ENJAC. Hier, da unten seht ihr Kurwalden, stehe ich für meinen ersten Winterschlaftest im ENJAC. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ich habe mir ein kleines System zugelegt, um im ENJAC übernachten zu können. Und was gäbe es Schöneres, als beim Winter draußen ohne Stromversorgung nur aus der eigenen Batterie gemütlich warm im ENJAC zu legen und den Sternenhimmel zu bestaunen. Was ihr dort im Schnee stehen seht, ist das sogenannte Spacebed von Space for Dreams. Die habe ich online durch Googlen gefunden. Das ist ein tschechischer Hersteller oder ein deutscher Hersteller, der in Tschechien produzieren lässt. Das passt ja ganz gut zu unserem Skoda. Und der baut solche Betten passend für Autos. Es gibt die in zwei Varianten, so wie sie dasteht im Standard und noch Deluxe. Der Preis ist recht happig, deswegen habe ich mich nur für den Standard entschieden. Ja, ihr habt richtig gehört, habe es natürlich selbst gekauft, ist nicht gesponsert. Von daher kann ich unabhängig und neutral testen. Vorab, es spielt keine Rolle, ob ihr das Transportpaket hier habt mit dem doppelten Boden oder nicht. Das System passt auf jeden Fall in euer Auto, weil das Nivelliersystem die Kante hier vorne überbrückt. Deswegen schiebe ich es auch nicht bündig an, sondern zeige euch das. Und wenn ihr es einlegen wollt in euer Auto, fangt ihr klar an. Als erstes muss das Rollo raus. So, wenn das Rollo raus ist, müsst ihr natürlich die Sitze umklappen. Und wie ihr seht, die Sitze liegen jetzt relativ steil. Das liegt an den Kopfstützen. Ich kann euch nur empfehlen, die Kopfstützen an den äußeren Sitzen hier nach vorne zu machen, weil dann fällt es nämlich bündig um. Und die mittlere Kopfstütze zu entfernen. Das mache ich gleich auch. Es wird schwierig mit einer Hand, aber irgendwie bekomme ich es hin. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ich versuche jetzt mal, diese Kopfstütze mit einer Hand zu entfernen, aber das ist nicht möglich. Ich muss euch da mal kurz ablegen. Und wenn die weg ist, habt ihr auch hier wieder die bündige Fläche. Ich packe mir die Kopfstütze dann übrigens hier hinten einfach nach unten weg, weil dann stört sie nicht und belegt auch vorne keinen Platz. Als nächstes müsst ihr die Sitze ganz nach vorne schieben. Das habe ich bereits gemacht. Allerdings ist das hier, ihr seht das, nur nötig, wenn ihr die 2 Meter Variante wählt. Es gibt das Bett auch in 1,80 Meter oder 1,90 Meter, dann müsstet ihr die Sitze natürlich nicht so weit nach vorne schieben. Das Nivelliersystem besteht aus diesen 5 Teilen, die jetzt schon zusammengesteckt sind. Und wenn wir uns das mal genauer angucken, seht ihr, dass dieser Schaumstoff ineinander steckbar ist und damit könnt ihr die Höhe nivellieren. Es gibt noch Erweiterungssets, falls diese Höhe nicht reicht, es noch höher muss. Und ihr könnt natürlich einfach was rausnehmen und neu zusammenstecken, wenn es zu hoch ist. Der Zusammenbau ist denkbar einfach. Ihr habt hier erstmal diese Keile. Ich stecke die mal gerade zusammen. Die stützen hier vorne ab. Wenn ihr nachher die Matratze drauflegt, hier ist der zweite Keil, erstmal provisorisch so hingelegt. Und dann habt ihr hier hinten dieses Nivellierkreuz mit einem Mittelsteg und 2 Außenstegen, die einfach so ineinander gesteckt werden. Es sieht jetzt etwas unbeholfen aus, weil ich das mit einer Hand machen muss. Ich bin halt alleine unterwegs. Es ist mit 2 Händen sehr einfach. So. Damit habt ihr bereits das Nivelliersystem installiert. Das Schöne ist, so im Standard passt es für einen Skoda ENJAC schon richtig gut. Hier habt ihr die Matratze. Besteht eigentlich aus 4 Teilen.
damit sie kompakt zusammengeklappt wird. Die unterste Schicht der Matratze, vielleicht kann man es hier jetzt sehen, das ist eine 6 mm Birkenholzplatte. Da drauf habt ihr 50 oder 55 mm Schaum und dann habt ihr noch diesen Velourbezug. Was man auch sieht, sind die Reißverschlüsse hier. Da könnt ihr den gesamten Bezug abnehmen und waschen. Das war für mich einer der Gründe, mich dafür zu entscheiden, weil ganz ehrlich, wenn ihr da draußen pennt und das Ding draußen benutzt, so wie ich das mache, Outdoor, dann wird das dreckig. Dann will man das irgendwann waschen. Dann ist gut, wenn man das abziehen kann. Wie legt man das Ding jetzt rein? Naja, man schnappt es sich. Ihr seht, es klappt jetzt hier wie so ein Schmetterling auseinander. Und das ist nicht weiter schwierig. Ihr nehmt das Ding in die Hand. Wahrscheinlich seht ihr es gerade nicht richtig. Lasst die unteren beiden Teile nach unten fallen, sodass es so ist. Und schiebt es einfach ins Auto hinein. Und jetzt aufklappen, nach vorne ausrichten und fertig. Eine Sache von wiederum 2 Minuten. Und ihr habt jetzt schon eine 2x1 Meter Liegefläche. Und was sehr, sehr schön an dem System ist, da vorne habt ihr keine weitere Stütze drunter. Ja, das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Wenn ich jetzt nur hier drücke, kippt das. Aber wenn ihr da drauf legt und das Ding hinten mit eurem Gewicht beschwert, dann kippt das nicht mehr. Der Vorteil, hier keine Stütze zu haben, so hier, hört ihr vielleicht, ist noch das Sperrholz. Ihr könnt da richtig viel Gepäck reinpacken. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Jetzt hat es hier natürlich noch diesen Klettverschluss und an den kommen diese Seitenteile, die ihr eben schon gesehen habt, für noch mehr Liegefläche. Das sind diese hier. Die könnt ihr einfach hier an der Seite mit Klett dran machen. Dann habt ihr einfach zwar etwas lose baumelnd, aber noch mehr Liegefläche. Das ganze Ding wird wieder gestützt, wenn ihr die Tür zumacht. Was natürlich beim Enyaq richtig schön ist, ist diese riesen Kofferraumöffnung hinten raus. Und wenn wir uns das jetzt mal von innen angucken, das gibt natürlich wunderbare Ausblicke in die Natur. Nehmt euch auch da noch mal mit. Gehen wir jetzt mal in den Innenraum und blicken von innen mal nach da raus. Das sind natürlich die Momente, wofür man die ganze Übung mit so einem Spacebed macht. Es wird bereits dunkel, im Winter natürlich in den Alpen sehr früh. Und ich habe es mir im Auto jetzt auch gemütlich gemacht. Mein Nachtlager ist entsprechend vorbereitet. Und ja, ich schlafe hier mit einem ziemlich dünnen Sommerduvet. Ich will es einfach ausprobieren. Die LED-Kerzen dürfen nicht fehlen und natürlich auch ein bequemes Kissen. Und so wird meine Schlafstätte für heute Nacht aussehen. 1 Meter in der Breite und 2 Meter in der Tiefe. Und mit ein bisschen Glück, auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht, habe ich heute Nacht einen schönen Sternenhimmel. Ich nehme euch einfach mal mit auf eine kleine Roomtour. Allzu lange geht sie nicht, so groß ist der Enyaq nicht. Ich habe es mir bereits bequem gemacht. Hier liege ich unter meiner Decke. Ihr seht, ich habe auch nur ein T-Shirt an. Hier drin ist es warm genug. Die Meter Breite und die 2 Meter Länge reichen mir. Sollte jetzt das Licht nicht optimal sein, das liegt einfach daran, dass es gar nicht so einfach ist, den Skoda auszuleuchten. Da habe ich meine bekannten 3 romantischen LED-Kerzen und hier mein MacBook. Und wer genau hinguckt, sieht natürlich auch schon das Stromkabel, das da runtergeht zur Steckdose, weil ich es da natürlich bequem nachladen kann. Mein Smartphone habe ich hier hingelegt. Darüber kann ich dann in meinem Fall mit Spotify auch die Musik vorne zumindest halbwegs remote ein- und ausschalten. Das Handtuch da erkläre ich gleich. Und dann gucken wir mal nach vorne durch. Dann seht ihr, der Wagen ist an, ja, im Parkmodus und die Displays leuchten. Wir haben jetzt 1,5 Kilowattstunden pro Stunde Verbrauch, draußen minus 3 Grad. Das sieht alles ganz gut aus. Wofür ist das Handtuch? Das Handtuch kommt gleich über die Displays, weil die kann man halt nicht ausschalten, wenn der Wagen an ist. Wie kann der Wagen überhaupt an sein? Naja, ich simuliere hier vorne auf dem Fahrersitz einen Fahrer, das zeige ich euch dann nochmal detaillierter. Und auf der anderen Seite könnt ihr natürlich gewisse Funktionen nur vorne bedienen, also Temperatur oder Lautstärke.
Da hilft euch dieses Smartphone hier nichts. Und dann ist ganz schön weites Strecken angesagt. Soll heißen, natürlich kann man in so einem ENIAC schlafen. Das sogar mit so einem Spacebett hier sehr komfortabel. Das ist nämlich recht bequem. Also diese Annahme, dass es bequem ist, die kann ich jetzt nach ein paar Stunden definitiv bestätigen. Es ist nicht euer Boxspring 30 cm oder noch mehr Bett zu Hause, ganz klar. Und wenn ihr euch da drauf bewegt, dann spürt ihr auch, dass unten drunter Holz ist. Aber es ist bei weitem bequemer, als einfach nur im Auto zu liegen. Und es hat durchaus einen guten Komfort. Dafür, dass es die Standardvariante ist, es gibt ja wohl noch so eine Deluxe-Variante dazu. Mittlerweile ist es kurz vor 11 und für mich ist jetzt definitiv Zeit zu schlafen. Draußen sind die Pistenfahrzeuge noch aktiv und präparieren für morgen alles. Und ja, hier im ENIAC ist es still. Da merkt man einfach, dass der wirklich gut gedämmt ist, was Schall angeht. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht zum Beweis. Da, ich hoffe, ihr könnt das sehen, liegt meine Hose. Hier liegt mein Pullover. Ich habe also wirklich nur noch ein T-Shirt und Unterwäsche an. Auch hier nochmal zum Zeigen, das ist das dünne Sommerduvet, kein dickes Winterduvet. Und mir ist angenehm warm. Werfen wir noch kurz einen Blick nach vorne, dann seht ihr, nicht elegant, aber praktisch habe ich das mit dem Handtuch abgedeckt. Und wenn ich das Licht wegnehme, et voilà, angenehm dunkel. Für euch werfe ich jetzt noch kurz einen Blick unter das Handtuch. Da seht ihr, 63% haben wir noch in der Batterie. Das heißt, 11 oder 12% haben wir jetzt verbraucht in den letzten 5,5 Stunden. Auf beiden Seiten heize ich mit 19 Grad. Und dann schalten wir hier nochmal um. 1,5 Kilowattstunden pro Stunde ist momentan der Verbrauch. Das kommt auch so in etwa dauerhaft hin. Das ist das, was ich erwartet habe. Da haben wir noch mehr als genug im Akku bis morgen früh. Alles wieder abdecken. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt in die Nachtruhe und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Gute Nacht. Morgen, es ist 7.30 Uhr und für mich ist jetzt Zeit aufzustehen. Ich habe echt bestens geschlafen. Nachts kamen noch die Sterne raus. Ich bin nachts einfach noch mal wach geworden und es war wunderschön. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und ja, auf diesem Spacebed lässt sich definitiv gut schlafen. Es ist bequem, es ist angenehm. Für mich eine super Lösung. Vor allem, weil ich ja im warmen Innenraum liege und nicht im kalten Dachzelt obendrauf. Und zum Thema warmer Innenraum, ja, es war die ganze Nacht warm, es war die ganze Nacht angenehm und ich habe nicht einmal gefroren. Und jetzt lasst uns doch mal schnell da vorne schauen, was sagt denn der Akkustand? Das Handtuch kann jetzt weg und siehe da, wir haben noch 46% im Akku. Es sind noch immer minus 2 Grad. Ja, ziemlich exakt, was ich erwartet habe, denn das sind jetzt 14 Stunden, die ich hier stehe mit dem Auto. 14 Stunden, wo die Heizung auf 19 Grad läuft. Angekommen mit 75 oder wahrscheinlich knapp eher 74% und jetzt auf 46. Das ist optimal. Ja? Das ist ungefähr 2% Akku pro Stunde, die ihr braucht. Und im Normalfall steht ihr ja dann auch nicht 14 Stunden so wie ich rum und beantwortet noch YouTube-Kommentare und macht sonst noch was. Sondern wenn ihr hier wirklich nur eine Nacht in dem Auto verbringt mit so 8 bis 10 Stunden, ja, dann kommt ihr auch mit ja, wahrscheinlich 15 bis 20 oder je nachdem, was ihr einstellt, auch etwas mehr hin. Aber ein Viertel Akku, der reicht euch für eine Nacht im Skoda ENIAC völlig aus. Und das ist top. Ich stehe jetzt auf, Zähne putzen und frühstücken. Und ich freue mich schon auf den Kaffee.
Und da kommen wir dann auch zu einem kleinen Nachteil von der Kiste, weil Kaffee zubereiten, das wird mit dem ENIAC eher nichts. Aber dazu gleich draußen mehr. Erstmal aufstehen und Zähne putzen. Ja, eigentlich hätte es jetzt mit bester Bergsicht noch so ein kleines Revue passieren lassen von letzter Nacht gegeben. Und ich hätte mir dabei gemütlich auf dem Gaskocher noch einen Kaffee warm gemacht. Gaskocher habe ich dabei, Kaffee habe ich dabei. Aber ich habe das Feuerzeug vergessen. Das muss man auch erstmal fertig bringen. Warum überhaupt Gaskocher? Na, ich habe jetzt keinen Kaffee, ich bin also nicht so gut drauf. Ja, weil der ENIAC nicht wirklich irgendetwas bietet, womit ihr wirklich einen Kaffee machen könnt. Ja, er hat natürlich eine 12 Volt Steckdose. Die allerdings ist gerade mal für sowas wie eine Handpresso oder die Espresso-Maschine von Skoda, die ich übrigens zu teuer finde, viel zu teuer, tauglich. Und es braucht dann halt immerhin noch 4 Minuten. Aber ihr müsst halt dafür ein extra System kaufen, das ihr nur im Auto verwenden könnt. Andererseits, ich habe auch die 230 Volt Steckdose vorne drin aus dem Family-Paket. Problem hier, die hat nur 150 Watt, weil die läuft übers 12-Volt-System. Dann hast du unten drunter so eine Hochvolt-Batterie und könntest natürlich richtig schön eine ordentliche Haushaltssteckdose haben. Ja, hast du aber nicht. Und bist du an so einer 150 Watt Steckdose, die zwar super für ein Notebook ist, wasserwarm hast, dann bist du schon halb erfroren und brauchst auch keinen Kaffee mehr. Bidirektionales Laden, so wie wir es von Hyundai oder von Kia kennen, hat er nicht, also kann er auch draußen nichts dran stecken. Und da wird es dann schon eng, wenn ihr schnell morgens einen Kaffee haben wollt. Das ist wirklich sehr, sehr schade hinsichtlich Campingfähigkeit. Dementsprechend werde ich mir unten im Dorf einen frischen Kaffee holen, hätte mir aber natürlich viel lieber hier einen gemacht. Trotzdem nochmal Revue zu dieser Nacht. Es funktioniert einwandfrei. Ihr könnt auch aussteigen. Ich habe ja schon viel dazu gesagt, auf was ihr dabei achten müsst und Co. Die Temperatur hält sich super. Und eben die Faustformel 2% Akku pro Stunde, die gilt einfach. Die ist super. Klar, stellt ihr die Temperatur hoch auf 25 Grad, sieht das anders aus. Aber ich habe Musik gehört. Ich habe permanent mein Telefon geladen. Ich hatte mein Notebook angesteckt. Es ist alles kein Problem. Was das angeht, ist der ENIAC super. Übernachtungstauglich, vor allem auch im Winter. Und das Schöne ist, wenn ihr dann drin liegt und durch das Panoramaschiebedach, sofern ihr es habt, rausguckt, könnt ihr noch den Sternenhimmel genießen. Das ist dann wirklich das Hotel der 1000 Sterne. Wenn ihr möchtet, dass euer ENIAC die ganze Nacht anbleibt, dann müsst ihr momentan mangels Campingmodus tricksen. Und ich zeige euch, wie ich das mache. Hier ist mein Sitz. Hier sind 15 Kilo Ballast. Und da ist der Affe, weil, ganz ehrlich, das Ganze ziemlich affig ist. Und ja, sicherheitshalber muss er auch angeschnallt sein. Wie geht das Ganze? Nun, relativ simpel. Auf dem Sitz muss Gewicht liegen, damit das Auto denkt, es ist ein Fahrer drin. Da reichen 15 Kilo. Ich habe mir, schnallen wir ihn mal ab und nehmen ihn hier mal weg. Und ihr hört, er geht sofort aus, wenn ihr den Gurt löst. Ergo, der Gurt muss eingesteckt sein. Und Gewicht muss drauf sein. Ich habe mir hier so ein Sandsackding zum Beschweren von einem Boxsack besorgt. 15 Kilo Sand reingefüllt und es funktioniert wunderbar. Dann bleibt euer ENIAC die ganze Nacht über an, weil er denkt, es sitzt ein Fahrer drauf. Ihr könnt ihn dann in den Parkmodus vorne stellen und er läuft einfach durch. Das ist kein Problem für ihn, das stört ihn nicht. Wenn ihr das nicht macht, also weder das Gewicht drauf legt, noch den Gurt ins Schloss steckt, dann geht dieses Auto grundsätzlich nach 30 Minuten aus. Und dann friert ihr euch im Winter ganz schnell den Hintern ab. Das ist mein affiger Workaround. Er funktioniert und darum wünsche ich mir so sehr einen Camping-Mode, damit ich so eine Übung nicht mehr machen muss. Das wäre jetzt hier nicht speicherelektrisiert, wenn ich nicht alle Daten von dieser Nacht auch mitgelockt hätte, hier mit meinem OBD2-Adapter, also dem Diagnosestecker. Und ja, das sind knapp 35.000 Datenpunkte. Da musste ich in Excel einiges ausdünnen, damit ich das vernünftig darstellen kann. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Für die, die jetzt nicht so technisch interessiert sind, einfach überspringen und weitergehen. Ihr habt ja die wesentlichen Daten im Display eh gesehen. Und für die, die das interessiert, fangen wir hier mal an mit dem ersten Diagramm. Und das sind die Batteriekapazitäten einmal der 12-Volt-Batterie und einmal der Hochvolt-Batterie. Wichtig, wir diskutieren hier nicht darum oder darüber, warum ein ENIAC noch eine 12-Volt-Batterie hat. Was ihr aber seht,
Der Füllstand der 12-Volt-Batterie ist konstant auf 100%. Ganz am Anfang, die 99%, kann ich nicht genau erklären, wird wahrscheinlich noch von der Fahrt gewesen sein. Viel spannender ist die orangene Linie, das ist die Batteriekapazität der Hochvolt-Batterie. Und zwar nicht die, die ihr im Display seht, sondern das ist die vom Batteriemanagementsystem, also das, was wirklich in der Batterie ist. Ihr seht, das beginnt bei knapp über 70% und geht dann sehr konstant und kontinuierlich nach unten auf 48%. Im Display stand dann 45%. Und letzthin ist das ungefähr 2% Batteriekapazität pro Stunde beim 80er Akku und 2,5% pro Stunde beim 60er Akku, die ihr da verbraucht. Oder anders ausgedrückt, es sind 1,5 Kilowattstunden. Was wurde da alles mit befeuert im Auto? Naja, zum Großteil natürlich die Heizung. Mein Enyaq hat übrigens auch die Wärmepumpe. Dazu kommen dann noch die Kleinstverbraucher wie eben Musik oder USB-C-Anschlüsse oder die 230 Volt Steckdose hinten. Was merkt ihr daraus noch? Solltet ihr jemals mit eurem Enyaq in den Stau kommen, so mit 60% oder so, und dann steht ihr 10 Stunden in einer Vollsperrung, dann habt ihr beim 80er immer noch 40% im Akku und beim 60er noch 35%. Und euch wird dabei weder kalt noch langweilig noch sonst was, weil ihr könnt alle Geräte benutzen. Also auch für die, die nie eine lange Nacht im Enyaq verbringen, habt doch keine Angst vor einem Stau und dass ihr plötzlich eine leere Batterie habt. Das wird nicht passieren. Dieses Diagramm, was ihr da seht, das ist der CO2-Gehalt im Innenraum in ppm, also Parts per Million. Und wer jetzt zu Hause sowas hat wie ein Netatmo-Messgerät oder so, weiß, das warnt ab 1000 ppm, dass die Luft nicht mehr so gut ist. Und hier seht ihr auch wieder, wir haben zwar einmal so eine Spitze bei 800 ppm, aber im Durchschnitt vor allem in der Nacht zwischen 400 bis 600, also irgendwo um die 500 ppm, beim CO2. Das ist ein super Wert, das ist total angenehm vom Klima, also auch diesbezüglich überhaupt kein Problem. Wichtig dabei ist aber, dass ihr euren Enyaq nicht auf Umluft schaltet. Und das spart zwar beim Verbrauch, weil er ja dann die schon warme Luft nimmt und wiederverwendet, aber sorgt natürlich ganz schnell für eine eher schlechte Innenraumluft. Lasst ihn schöne, frische, kalte Luft von draußen ansaugen und die in den Innenraum spielen. Für den Verbrauch ist das wirklich nicht relevant. Wir reden da von einem Unterschied von 300-400 Watt Leistung, also 0,3 bis 0,4 Kilowattstunden. Geschenkt, wirklich geschenkt. Gönnt euch lieber diesen angenehmen Innenraum mit diesen guten Luftwerten. Kommen wir noch zum letzten Diagramm. Das sind Temperaturwerte. Wir sehen hier 4 Temperaturkurven, 2 die betreffen die Batterie, wieder die 12-Volt-Batterie und die Hochvolt-Batterie. Und 2, das ist die Innenraumtemperatur und die Außentemperatur. Und ihr seht, die Außentemperatur ist während dieser 13 Stunden nie über 0 Grad gegangen, sondern am Tiefpunkt war sie bei minus 5, im Durchschnitt bei minus 3 Grad. Die Innenraumtemperatur, die seht ihr, die hält sich wirklich konstant bei den von mir eingestellten 19 Grad mit wenigen Ausreißern. Was sind diese Ausreißer? Nun, da habe ich die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen. Und wenn ihr hier im Skoda Innenraum abschließt mit der Taste und aussteigt und dann von außen die Tür zumacht, während der Skoda an ist, ihr wisst ja, ich habe das simuliert, hängt an den Affen, dann glaube ich, könnt ihr mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen. Deswegen lasst die Tür offen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ein Druck auf den Schlüssel hat nichts bewirkt. Es ist keine weitere Tür aufgegangen. Deswegen ist da dann sehr viel frische Luft rein und die Temperatur kurz eingebrochen. Ihr seht aber auch, wie schnell die Temperatur wieder nach oben gegangen ist und sich dann konstant gehalten hat. Die beiden Batterietemperaturen, da sieht man einfach von der Fahrt, war die Hochvolt-Batterie auf 15 Grad, die 12-Volt-Batterie auf 10 Grad und sie hat dann über die Nacht langsam an Temperatur verloren. Was ihr aber auch seht, die beiden Batterien sind nicht unter 0 Grad gefallen. Vor allem auch die Hochvolt-Batterie nicht. Die war am Ende immer noch bei einem Grad, obwohl sie nur so wenig Leistung abgegeben hat. Was man da sehr schön sieht, ist, wie lange sie ihre Temperatur vom Fahrbetrieb hält. Ich bin ja, wie gesagt, eine Stunde nach Kurwalden gefahren und auch ein bisschen bergauf. Lassen wir auch hier die technischen Details mal beiseite. Dann sieht man, der Enyaq hält problemlos die Innenraumtemperatur auf
mollige 19 Grad. Ihr könnt natürlich auch höher gehen, auch wenn es draußen Minusgrade hat. Insofern eine super angenehme Nacht und ein angenehmes Gefühl im Innenraum. Herzlich willkommen im Schnee. Ich bin unterwegs. Die zwei Ladesäulen, die unten in Kurwalden stehen, oder besser gesagt, die zwei Anschlüsse waren leider schon von einem e-tron und einem Tesla belegt. Also kann ich nicht aufladen. Ist aber natürlich auch nicht schlimm, weil ihr habt ja gesehen, 45-46% sind noch im Akku. Das reicht locker, um nach Kur zu fahren. Und jetzt genieße ich erstmal hier oben den Schnee und ein Skirennen. Ja, vielleicht seht ihr das, direkt neben meiner Schneeschuhe-Tour ist ein Skirennen. Und wenn wir schon dabei sind, gucken wir doch einfach mal hier in die herrliche Landschaft oberhalb von Kurwalden bei Pradaschier. Denn dort ist heute meine Tour. Ich lade meinen Akku auf. Ihr kennt es vom letzten Roadtrip nach Furna. Bei sowas hier geht mir das Herz auf und mein Akku lädt schneller, als mein Enyaq an jedem Fast Charger je könnte. Ihr seid mit dabei. Ich zeige euch einfach so ein bisschen die Landschaft. Vielleicht mache ich noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen, wenn es sich anbietet. Und bis dahin einfach den Schnee genießen. Herzlich willkommen auf dem Fuglhorn auf knapp 2600 Meter im wunderschönsten Winterland, das man sich vorstellen kann. War eine schöne Schneeschuhtour und ja, jetzt genieße ich hier den Schnee. Der Aufstieg über den Grat war angenehm, aber auch fordernd. Viele Skitourengänger unterwegs, warum auch nicht bei dem Wetter. Schaut euch dieses Lichtspiel hier an, wo die Sonne durch die Wolken bricht. Rundherum einfach nur alles schneebedeckte Berge. Wer sich orientieren mag, in diese Richtung dort unten, da liegt Chur. Ihr seht dort auch den Rhein und das Rheintal. Und dann gehen wir darüber durch die Surselva und blicken einfach, wo das Auge hinreicht, in schönste Bündner Berge. Ich bin ausgeschlafen, ich bin ausgeruht. Die Nacht im Auto war also tipptopp perfekt für mich. Ja, was soll ich da auch noch mehr sagen? Da schläft sich's gut, da hat man am nächsten Tag bei der Tour richtig, richtig ordentlich Kraft. Gleich geht's für mich hier wieder runter und dann wird dieser Tag auch langsam sein Ende finden. Ja, so ein Video braucht irgendwie auch immer einen Abspann oder ein Outro. Aber was soll ich euch jetzt noch erzählen? Ich sitze hier in der Sesselbahn, fahre von Pradaschier runter nach Kurwalden. Ich habe übrigens hier auf die schöne Rodelbahn verzichtet und auch auf die, ich weiß nicht, ob ihr es seht, über mir hängende Zipline. Wäre sicherlich auch spannend, aber mit einem Rucksack eher schwierig. Also ihr seht, ihr könnt hier sommers wie winters viel erleben. Da ist übrigens das Weitere der Rodelbahn. Und ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Mein Akku ist voll. Ich bin glücklich. Das war wieder ein wundervoller Bergtag im Paradies. Ja, natürlich. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich in diesem Land leben und arbeiten darf, da wo andere Ferien machen. Und dass ich mich ins Auto setze und eine Stunde fahre. Und dann bin ich hier. Hier, wo ich euch schon so viel von gezeigt habe. Und jetzt nochmal in das Panorama blende. Das ist pures Lebensglück. Ja, das ist so. Und dieser heutige Tag mit der Schneeschuhwanderung, die Übernachtung im Auto, auch das ist pures Lebensglück. Klar, das Camping kann man definitiv verbessern im Enyaq. Da habe ich definitiv auch sehr viele Ideen für. Weil, ja, das ist ja dann doch noch nicht so ganz optimal gelaufen. Mit dem Gewicht auf dem Sitz und dem Anschnallen.
und dem lustigen Affen dazu, weil es affig ist, dass man im ENJAC halt nichts fernsteuern kann, außer eben Musik an, aus. Aber ansonsten müsst ihr euch immer nach vorne durchstrecken. Und dass ihr natürlich auch nicht genug Leistung habt, um euch morgens mal einen ordentlichen Kaffee zu machen. Oder eben, wie ich, vielleicht auch einfach zu geizig seid, die über 200 Euro für die 12-Volt-Espresso-Maschine von Skoda zu bezahlen. Ich werde auf jeden Fall mal so ein kleines Pflichtenheft, nenne ich es einfach mal, zusammenstellen, was ich erwarten würde von einem Camping-Mode im ENJAC. Denn am Ende vom Tag und auch am Ende von diesem Roadtrip lässt sich eins ganz deutlich sagen. Er ist zum Übernachten perfekt geeignet. Die Batterie reicht hinten und vorne aus und er hält euch schön warm und hat genug Platz. Insofern, da muss irgendwas seitens Skoda gehen. Ich weiß, ich höre euch alle rufen, die jetzt sagen, aber hey, lasst die erstmal die Software überhaupt in Ordnung bringen. Na klar, aber wenn wir mal über die Weiterentwicklung nachdenken und dass mal das SUV wirklich das wird, was es sein soll, ein Sports Utility Vehicle, da oder Vehicle, je nachdem, wie ihr wollt, da gehört für mich auch sowas zu. Und darum werde ich für den Camping-Mode kämpfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen, bleibt energiegeladen.